Aufstieg, tiefer Fall und Neubeginn. Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, 75 bewegte Jahre BSV Kickers Emden. Heute bei Emden TV. Emden TV wird Ihnen präsentiert von der Trend Immobilien GmbH. Ihr Partner für zeitgemäßes Wohnen. Hier ist Emden TV, das Samstagmorgen-Frühstücksfernsehen der Emder Zeitung mit Edzard Wagner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Emden TV. Am 24. März 1946, in diesen Tagen also vor 75 Jahren, wurde in der Herrentorschule der Ballsportverein Kickers Emden gegründet. 75 Jahre Kickers Emden, ein gutes Stück Emder Sport und Stadtgeschichte. Wir haben einigen Kapiteln dieser Geschichte nachgespürt. Viel Spaß. Nach der Anwesenheitsliste über die Gründungsversammlung am 24. März 1946 waren anwesend Hermann Heinz, Hans Meyer, Herbert Schmidt, Ulrich Duhn, Hubert Diller, Edzard Ohn, Baljun Hempel, Gerhard Fisser, Karl Rebner, Wilfried Voss, Walter Janssen, Alexander Jakobs, Gustav Grabowski, Gustav Brünnecke, Rainer Ostinger, Erich Mölder, Dietrich de Vries, Gerhard Janssen, Wilhelm Gravemann und ich. Alles oder nichts, Meister oder am Ende doch nur Dritter. Jörg Müller schoss Emden zum größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Moin Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist live aus dem Studio in Emden Flutlicht, das Kickers Magazin. Jetzt in der dritten Liga, da kommen wieder Mannschaften wie Bayern München. Am Abend werden die Ärzte fertig und nach jedem Tor sagen wir wieder, aus Fußball! Leitzel gegen Deißel, Pfosten und Unge aus dem Hinterhalt. 2:0, 53. Minute. Emden wieder auf Tuchfühlung zum Tabellenführer. In der Tabelle, nach dem Erfolg in Erfurt, führt Emden die Liga an. Dann Berlin und Düsseldorf. Erfurt auf Rang 6, verliert am Boden. Wir, das heißt Aufsichtsrat und Präsidium, werden morgen die Insolvenz anmelden. Wir hoffen dabei auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei der Neustrukturierung der Fußballzukunft unter dem Markenzeichen BSV Kickers Emden. Wir haben eine lange Tradition, 75 Jahre, darunter ganz große Highlights, Höhen und Tiefen. Und mit dieser Tradition, mit dem Wissen um die Tradition, muss man jetzt die Zukunft gestalten. Die ersten Jahre von Kickers Emden waren geprägt von Schaumstoffbällen, Schotterplätzen und Lebensmittelmarken. Joachim Frerichs und Bodo Olthoff haben diese Jahre erlebt und erinnern sich. Im April 1946 gab es zwei Herrenmannschaften, drei Jugendmannschaften und eine Schülermannschaft. Und die haben sich natürlich alle auf dem Bronzplatz konzentriert.
Und erst viel, viel später, und zwar als Kickers erste Herren gegen eine englische Soldatenmannschaft spielte und ich glaube sogar 3-2 gewonnen haben, da fand dieses Spiel auf dem heutigen Kickersplatz, also auf dem alten Marinesportplatz, das war ja der Rasenplatz. Und ich kann mich erinnern, als wir als Jugendliche das erste Mal auf dem Rasenplatz spielen konnten, Gott, wir haben uns ja im siebten Himmel gefühlt. Denn was meinen Sie, was ich also in meinen Kniescheiben habe? Ich kann mich erinnern, ich habe eine Woche im Tor gespielt und dann kam jemand auf mich zu und hat mir den Ball genau ins Gesicht geknallt und ich habe mich einfach auf den Boden geschmissen und den toten Mann markiert. Und dann haben die Leute hinterm Tor gesagt, nur hätte ihr noch die Köstlerinne isolieren lassen. Und dann haben die Sterner, damals haben wir gegen Stern gespielt, die haben dann gesagt, lasst ihr euch Nazi isolieren. Ne? Und ich wieder dann später zurück nach Hause und meine Mutter gefragt, wieso die sowas gesagt hatten zu mir. Ne? Aber da war eine Konkurrenz und ich hatte eine braune Jacke an, die war vom Bund Deutscher Mädchen, also so ein Überbleibsel. Wir hatten ja keine Fußballschuhe. Wir haben mit den normalen Straßenschuhen haben wir Fußball gespielt. Ich behaupte jetzt mal, weil Kickers so gut war, waren sie natürlich bei den anderen Emden Vereinen nicht so gut angesehen. Und Kickers hat eigentlich für sein Ansehen in der ersten Zeit immer sehr, sehr viel kämpfen müssen. Kickers galt als der bürgerliche Verein. Die sind was Betes als die anderen, oder man bildete sich das jedenfalls ein. Und sie strahlten natürlich auch durch ihre fußballerische Überlegenheit eine gewisse Arroganz aus. Und das ist aber ja bis heute geblieben. Man kann durchgängig sagen, diese 70 oder 75 Jahre ist Kickers eigentlich in Bezug auf Fußball das Aushängeschild Ostfrieslands geblieben und immer gewesen. In der wechselvollen Geschichte des BSV Kickers Emden markiert die Spielzeit 2008-2009 sicherlich einen dramatischen Höhepunkt. Kickers Emden spielte gegen Mannschaften wie Dynamo Dresden, Union Berlin oder Fortuna Düsseldorf um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Einige der Menschen, die damals ganz, ganz vorne mit dabei waren, halten für uns noch einmal Rückschau. Ja, es war eine unfassbare Spannung innerhalb der Liga. Die ersten 10 Mannschaften haben sich für die dritte Liga qualifiziert. Und wir haben die letzten 6 Spiele nicht optimal gespielt. Deswegen sind wir noch in Bedrängnis gekommen und hatten dann tatsächlich am letzten Spieltag ein Endspiel gegen die zweite Mannschaft vom VfL Wolfsburg. Wir waren schon einen Tag vorher gefahren. Wir hatten sogar einen Psychologen an Bord, den wir extra für die letzten 4 Spiele eingekauft hatten. Und der Spieltag war super heiß, 30 Grad und wir brauchten einen Punkt. Ich hatte ja vorher leichtsinnigerweise gesagt, wenn wir den Aufstieg schaffen in die dritte Liga, dann lasse ich mir eine Glatze schneiden. Ich war froh, dass ich nachher mir die Haare scheren lassen konnte, denn es sah ja lange Zeit nicht so aus. Wir haben jetzt, ich würde jetzt mal sagen, souverän ein 0-0 erzielt. Das hat allen richtig viel Nerven gekostet, aber nachher war die Freude umso größer. Wie gewaltig die Reaktion hier war, das haben wir erst gesehen, als wir ankamen. Da war ja ein Wahnsinnsauflauf und eine Bombenstimmung vor dem neuen Rathaus. Die Mannschaft konnte dann oben auf den Balkon, ich bin da mit rausgegangen. Also so eine Begeisterung habe ich hier nie und für nichts sonst erlebt, muss ich sagen, wie an diesem Tag. Das war Wahnsinn. Mein Vater war eigentlich kein Fußballfan, der stand unten. Das war ein bewegender Moment, kann man sagen. Ja. Das war ausschlaggebend mit dem Hausstreichen, Auswärtsfahren. Unsere Autos wurden dann auch beklebt mit Kickerszeichen. Und wir waren jedes Wochenende, egal wo es hinging, nach Dortmund, Paderborn, überall mit hingefahren. Die Mannschaft, die wir hatten, die von Rainer Bruns und Engelbert Schmidt zusammengestellt war, bestand ja nur aus Spielern, die irgendwo anders aussortiert worden waren, weil sie angeblich nicht gut genug waren. Und mit diesem wahnsinnigen Blick für Spielertypen, den die beiden hatten,
wurde hier ein Team geformt mit dem kleinsten Etat der Liga, das sich ja anschickte, durchzumarschieren. Ja, das war natürlich, ich sag mal, vom Amateur dann fast zum Profi, ne? Denn der Radius wurde immer größer, man wurde viel mehr gehört, auch natürlich über den Stream von den anderen Vereinen in der Vorbereitung, die haben das gehört und es war halt, ja, Profifußball. Wir hatten halt so eine Euphorie in der Stadt, im Umfeld, auch innerhalb des Vereins, was jetzt die Qualifikation für die dritte Liga anging, dass das halt Kräfte freigesetzt hat und wir dann auch einen guten Start erwischt haben in der dritten Liga mit mehreren Siegen hintereinander. Und dann haben wir uns in der Spitzengruppe eingefunden und hatten dann Woche für Woche ein Spitzenspiel. Ich weiß auch, dass die Medien sich bei uns so wohl fühlten. Und das hat sich auch in der Berichterstattung wieder gespiegelt. Sie kamen zu einem No-Name-Club und wurden begrüßt von Platzwart Anton Fricke, kriegt eine Tasse Tee. Klar war natürlich, und das war die Auflage vom DFB, dass sich am Stadion was verändern musste aufgrund der neuen Situation, aufgrund der neuen Auflagen für die dritte Liga bzw. dann eventuell für die zweite Liga. Der Beschluss, der dann im Stadtrat gefasst wurde, verlangte ja 5 Millionen Eigenmittel von Kickers, die in die Finanzierung mit einfließen sollten. Das war natürlich schon eine hohe Hürde. Zu dieser Zeit kam dann die Schifffahrtskrise, wo wir natürlich sehr, sehr viele Sponsoren hatten. Das kam über unseren Präsidenten, der natürlich in dem ganzen Bereich Schifffahrt viele Freunde hatte. Und uns sprangen einige Sponsoren ab. Und das stellte natürlich dann unsere ganzen Pläne auf den Kopf. Ja, gegen Ende März, glaube ich, war es, wo ich dann dem Verein Rot-Weiß Aalen damals zugesagt habe. Als Stefan Emmerling dann auch noch sagt, er geht weg und man hat dann natürlich so ein bisschen gemerkt, irgendwo kann es hier jetzt die verkehrte Kante angehen. Wir hatten ja die große Verletzung von Spahic und von Neitzel, zwei Leistungsträger, die langfristig ausfielen. Und da gab es dann auch schon die ersten negativen Ergebnisse. Und da war schon klar, ganz nach oben kann es eigentlich nicht mehr werden. Es stellte sich dann natürlich heraus, wer sind die echten Fans, wer sind die echten Förderer und wer sind die, die sich im Erfolg sonnen. Und das waren doch relativ viele. Die waren dann weg. Also für mich war nicht klar, es geht weiter. Die Stadt kauft das Grundstück und alles geht so weiter. Und dann kamen eben die, ja, 2-3 Wochen vor Lizenzende kam dann die Nachricht der Stadt. Also ich habe eine Woche nicht geschlafen, das war unser Traum, war weg. Und es gab noch ganz dramatische Notsitzungen, auch mit der Politik. Aber da war nichts mehr zu machen. Das war wie gelähmt eigentlich, weil du wusstest gar nicht, was du sagen solltest. Du wusstest auch gar nicht, wie du damit umgehen solltest. Also das war ganz, ganz schwierig, weil bleiben die Spieler, was ist mit dem Trainer und was ist jetzt überhaupt mit Fußball, wo spielen wir jetzt zukünftig? Also es war ja alles so dunkel, alles noch so hinterm Schleier. Und da war, glaube ich, auch so diese Resignation, nicht? Da, das war es jetzt mit Kickers. Und dann ging nichts anderes als 2 Klassen runter. Da war natürlich eine absolute Leere, weil man natürlich auf dieses Ziel jahrelang oder auch die letzten 1-2 Jahre hingearbeitet hat. Stadionneubau, was alles da dran hängt, Finanzierung dorthin gehend. Und es wurde dann alles im Endeffekt ad acta gelegt. Natürlich, man hätte sich am liebsten erstmal eine Zeit lang vergraben. Also ich persönlich bin ein Dickhäuter. Mit mir macht sowas gar nichts. Aber wer mir wahnsinnig leid tat, das war Engelbert Schmidt. Der hatte sich unglaublich engagiert, persönlich, finanziell, in jeder Weise. Und sich dann im Stadion die Sprechchöre Vorstand raus anhören zu müssen, das war unwürdig. Der gleiche Vorstand, den man nun für zu dämlich hielt, um einmal Wasser umzukippen, das war ja auch der, der den Verein dahin geführt hatte. Insofern, wenn man ein bisschen nachdenkt, dann kommt man vielleicht auch zu anderen Ergebnissen, dass da ja auch vielleicht irgendwas passiert sein muss, was nun nicht zu verhindern war. Ein Traum, der nicht auf soliden Füßen steht, den kann man nicht erfüllen. Und wenn die soliden Füße nicht gemacht werden, kann auch niemand helfen. Auch wenn man 1 Million oder 2 oder 3 nachschießt, es funktioniert auf Dauer nicht. Irgendwann platzt eine Blase. Und das ist hier passiert. Das war kein Gefühl, das war eine Gewissheit, dass nicht alle
wirklich bis zum Letzten mitgegangen waren, um das abzuwenden. Da hätte es einflussreiche Menschen in Politik und Wirtschaft gegeben, die das hätten abwenden können, wenn sie es denn gewollt hätten. Für mich, mit allem, wie es auch negativ ausgegangen ist, eine absolut spannende und faszinierende Zeit. Ich habe das geliebt, die Zeit. Das war schön. Das war eine wunderbare Zeit. Also ich kann fast sagen, es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich sage, wenn man einmal sein Herz an einem Verein verschenkt hat, dann kommt man da auch nicht wieder runter. Dann ist man drin und man bleibt, egal welche Liga man spielt, man bleibt dabei. Bleibt am Ende die Frage, Quo Vadis, Kickers Emden, wohin geht die Reise? Wir treffen Tido Steffens und Trainer Stefan Emmerling. Ja, ich glaube, das ist für jeden Spieler hier in Ostfriesland was Besonderes. Für, ja, kann man sagen, den besten Verein hier in Ostfriesland zu spielen. Unsere Ziele sind natürlich weiterhin Kontinuität darzustellen. Das heißt, wir möchten uns in der Oberliga etablieren. Wir sind drauf und dran, da, wenn es wieder losgeht, gut vorbereitet zu sein, um den Anschluss wiederherzustellen. Das war Emden TV an diesem Samstag. Ich hoffe, unser kleines Kickers Emden Heimspiel hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. Melden Sie sich gerne bei uns. Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Bis nächsten Samstag. Das war Emden TV an diesem Samstag. Wir wünschen noch ein schönes Wochenende. Und beachten Sie das neue Emden TV Magazin in der heutigen Samstagsausgabe der Emder Zeitung. Emden TV wurde Ihnen präsentiert von der Trend Immobilien GmbH, Ihr Partner für zeitgemäßes Wohnen.